ganz allerliebste Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 mit mir und Claire. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, wir haben in der ersten Folge uns den Peak-Schlüssel besorgt und den werden wir jetzt auch verwenden. Aufpassen, hier ist immer noch dieser blöde fucking Licker. Ach, Mann, der steht aber auch immer ungelegen. Bei Leon hat er mich nicht einmal getroffen, ja? Jetzt geht er mir so hart auf die Eier. So. Alter, war hier nicht ein Päckchen Munition noch? Das ist aber auch jedes Mal anders, wa? Aber mir soll jetzt recht sein. So, wir haben die Kurbel. Ja, du bist ein ganz lieber. Lass mich in Ruhe. So, wenigstens sind die blöden Grabscher jetzt weg hier. So, da brauche ich noch nicht rein. So, einmal wieder hoch. Sehr viel Backtracking in Resident Evil, aber das ist leider so. Ich kann damit ganz gut leben. So. Na nö. Na, wer war denn das? Ey, du Stinker. So, den Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Weg damit. Hey. Leon. Claire, you made it. Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. But it's too dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Okay, Leon. Ja, wer war wohl dieses Mädchen? Das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. Hier haben wir noch ein paar Mumpeln. Die nehmen wir natürlich mit. So, und hier können wir auch schon ran an den Schrank. Oh, was Schönes. Brandgranaten, die nehme ich definitiv mit. So, das Rätsel, das können wir ja schon. Wisst ihr, was ich mal machen werde? Dann bräuchte ich das später nicht machen. Oder später mitschleppen, besser gesagt. Oh, das war aber eine scheiß Idee. Nee, nee, nee. Das war eine scheiß Idee. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass da was ist. Mit Leon habe ich eine ganz gute Bewertung bekommen. Eine A-Bewertung. Ich glaube, das ist gut. So.
So. Dann haben wir das auch erledigt. Alter, was hältst du denn aus, Alter? Hallo, Claire. Willst du, dass er dir einen Fuß knabbert, der Sack? So, jetzt haben wir hier eine Abkürzung. Das ist wunderbar. Ich nicht mich mit dem blöden Licker da unten rum ärgern. So. Hier haben wir das Feuerzeug, da können wir gleich nochmal zurücklaufen. Tagebuch der Sekretärin A. 6. April, ich habe heute aus Versehen eine der Statuen im Obergeschoss bewegt. Als ich mich dagegen gelehnt habe, als der Chef das rausgekriegt hat, war er stinkwütend. Ich schwöre, er hat mir fast den Kopf abgerissen und mich angebrüllt, die Statue bloß nie wieder anzurühren. Wenn die Dinge so wichtig sind, sollte er sie vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit rumstehen lassen. 7. April, ich habe gehört, die ganzen Kunstgegenstände aus der Sammlung des Chefs sollen seltene Sammlerstücke sein, die wirklich Hunderttausende von Dollar wert sind. Ich weiß nicht, was für mich das größere Rätsel ist, wo er diese ganzen hässlichen Dinger findet. Oder wo er das Geld hernimmt, um sie sich zu leisten. 10. Mai, es hat mich nicht überrascht, als der Chef heute mit noch einem großen Bilderrahmen in der Hand ankam. Diesmal war es ein wirklich scheußliches Gemälde von einer nackten Person, die gehängt wird. Mich schauderte bei dem Gesichtsausdruck des Chefs, mit dem er das Bild anstarrte. Ich verstehe nicht, wie jemand so etwas als Kunst betrachten kann. Ja, da muss man schon ein bisschen weird sein im Kopf. Definitiv. So, speichern werde ich jetzt nicht. Das kann auch erstmal weg. So. Die Kurbel. Feuerzeug nehme ich mit und wieder zurück. Ein Hin und Her hier. Ich weiß, aber das ist Resident Evil. Also die alten Resident Evil Spiele. Aber ich finde das gut. So. Einmal zurück. Ja, bei Leon war der Licker, glaube ich, nicht oben auf dem Dachboden. Im 3. Stock. Aber, ja. Die haben ja einen Granatwerfer, den hauen wir später weg. Ja.
So, und jetzt gehen wir endlich hier in den Raum rein. Da waren wir ja noch nicht drin. Sehr unordentlich hier, muss ich sagen. Und da ist, glaube ich, das Bild von der Frau, von sie erzählt hat. Ihr erinnert euch, der Bericht gerade, ich glaube, damit wurde dieses Bild gemeint. Was ich persönlich auch sehr geschmacklos finde. Aber der Typ ist auch wirklich ekelhaft, also wir lernen ihn noch kennen und das ist ein ganz komischer Kauz, zeig euch. Claire ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer als Leon. Auch ein bisschen aufwendiger. Mit Leon ging alles so ein bisschen schneller. Ich hoffe, dass ich mit Claire auch gut in der Zeit liege. Aber ich werde das schon schaffen. Und Szenario B wird dann übrigens blind. Habe ich nie gespielt. Auf jeden Fall gespannt, weil der Director's Cut war schon sehr interessant. Ah, falsche Richtung. So. Was sagt die Zeit? Oh, super. Da schaffen wir noch einiges in der Folge. So. Das Feuerzeug legen wir erstmal wieder ab. Das nehmen wir mit. Mal weg die Rasselbande. Da war da noch Burning. The Burning. Bernie, Alter. Bernie. Genau, Bernie war da noch. Der Bernie. Jetzt kommt wieder Winston Raven mit seinen Krähen. Aber bevor Winston Raven kommt, gehe ich erstmal hier runter und hole mir die Kräuterle. Hier oben ist auch noch ein Kräuterle. Oh, da muss ich gleich wieder zurück. Weil ich die ja nicht mischen will. Ja, da muss ich leider nochmal zurück. So, sorry, Leute. Ist jetzt ein bisschen umständlich, ich weiß, aber... Dann haben wir das Wesen. Das ist ja die Hauptsache. Nee. Lass mich in Ruhe. Bei Resident Evil Zero hat man ja gar keine Truhen, war, finde ich total umständlich, ohne Truhe zu spielen. Also deswegen habe ich den Teil auch nie gespielt. Werden wir aber noch spielen. Aber da werdet ihr auf jeden Fall mich immer meckern hören, warum man in diesem Spiel die Truhe weggelassen hat, weil ich hasse das ohne Truhe.
Ich finde das mit den Truhen eigentlich ziemlich gut gemacht. Dies ist ein bisschen unrealistisch, aber was ist schon Realismus, wa? In Videospielen. Hallo! Geh rein! Hallo. Stehen aber auch ein bisschen anders als sonst. Ja, und es sind auch viel mehr. Aber dafür kriegen wir jetzt was Schönes. Ja. So, verband mich auch nochmal mit. Ich brauch's zwar nicht, aber. Ja, hier passiert was Lustiges. Ungebetene Gäste. War knapp. Gut, das auch erledigt. Wieder bei den Krähen vorbei. Bloß in Ruhe lassen, die ekelhaften Viecher. Die sind bei Code Veronica, kommen ja so eine ekelhafte Fledermäuse, ey, die sind richtig ekelhaft. Alter, was war das? Oh, guck mal, hier liegt auch noch was. Cool. So, ein Stück Stein. Das ist doch fein. Aber wer hat da geschrien? Das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. So, jetzt die Frage, was wir als nächstes tun. Ich würde sagen, genau. Wir haben jetzt den Karo-Schlüssel. Den Karo-Schlüssel haben wir jetzt. Dann gehen wir jetzt erstmal an den anderen Flügel. Ja, dann machen wir das. Oder gehe ich erstmal zu... Ich glaube, ich gehe erstmal zu... hier zu Marvin Brenner. Da müsste ich doch mit dem Karo-Schlüssel auch schon reinkommen. Mache ich erstmal das.
Muss ich zwar wieder am Licker vorbei, aber ist mir egal. Von hier aus komme ich leider nicht rein. Nur raus, dann später. Mal ein bisschen mit der Armbrust schießen. Eigentlich eine total überflüssige Waffe. Ach, jetzt reicht's mir. Was? Alter! Das ist doch jetzt eine Verarsche hier. Das hat. Ja, das hat super geklappt. Das hat super geklappt. Er lebt immer noch. Was für ein hartnäckiges Drecksvieh. Aber ich hab's ihm gegeben. So, dann sehe ich jetzt bei Marvin sich alt aus. Dafür wollte ich eigentlich die Armbrust nehmen. Da muss ich jetzt auch nochmal überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, mit einem Granatwerfer war ein bisschen zu krass, also. Aber sicher ist sicher, also. Eigentlich, ach, die Armbrust ist, ja, die ist scheiße. Was soll ich dazu sagen? Die ist einfach nur scheiße. Gegen Zombies ist sie ganz cool. Witzig ist sie gegen Zombies. Aber gegen Licker, also kann sie gar nichts ausrichten. Total überflüssig. Fuck, na, ist egal. Ist egal, wir kommen auch so durch. Da bräuchte ich in die Ecke. Oder doch, warte mal, ich guck mal, vielleicht ist ja diesmal da was. Ja, haben wir. Nein! Och komm, jetzt habe ich extra. Hier. Ja, hier ist sowieso wieder nichts, ey. Ja, dieses Drecksding, nee, brauche ich nicht. Haben wir letztes Mal schon gesehen. Oh, ich spiele schon wieder wie der letzte Noob, ja? Wollen sie nur so dämlich anstellen, ja? Wenn dann Boss kommt, sieht alt aus, weißt du, habe ich nichts mehr. Kann ich mit der Handfeuerwaffe drauf schießen, ja? Ja, und die Magnum kriegt man hier nicht. Hat der was? Nee. So, gut, sind wir hier auch fertig. Ah, falsche Tür. War hier nicht noch was im Schrank drin? Nee, ein Chaos. So, mit dem Sprengstoff, das machen wir schnell noch.
Da muss ich sagen, haben wir für die zweite Folge, wow, sehr viel geschafft. Ist egal. Nehme ich jetzt alles mal mit. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo es war. Was ist doch hier? Hä? Och, du willst mich doch verarschen. Das war doch hier. Ja, Silvester. Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Das ist ein kranker Dude, Alter. Ja, hier waren wir auf jeden Fall mit Chris nicht. Na nö. Wait. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie. You're safe now. Leon, come in. I found the girl, and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called. And told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies.
and it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Ja, ein bisschen Überlänge heute, Leute. Tagebuch der Sekretärin B. 8. Juni, als ich heute das Zimmer des Chefs aufgeräumt habe, kam er plötzlich mit hochrotem Kopf hereingestürmt. Ich arbeite hier erst seit 2 Monaten, aber das war schon das 2. Mal, dass ich ihn so erlebt habe. Das letzte Mal war er so wütend, als ich die Statue angerempelt habe, aber diesmal hat er sich sogar noch schlimmer aufgeregt. Einen Moment lang hatte ich wirklich Angst, er würde mich schlagen. 15. Juni. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, dass der Chef die ganze Zeit verheimlicht hat, wann er herausfindet, dass ich es weiß. Ist mein Leben in ernster Gefahr. Es wird schon spät. Ich muss mich jetzt wohl von Tag zu Tag durchschlagen. Okay. Mal gucken, ob wir da noch mehr erfahren. Das klingt ja sehr interessant. So, wir müssen jetzt aber auf jeden Fall speichern. Und ich werde jetzt einfach mal in den Speicherraum alleine zurücklaufen. Werde mich bei euch bedanken. Und vielen lieben Dank. Ja, schaltet wieder ein. Lasst mir Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt. Schreibt was Nettes runter. Und ja, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.